Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Far Cry 4. Ich wollte gerade zur Mission fahren eigentlich. Was sehe ich da? Ein Außenposten wird angegriffen. Ah, ich habe den Bogen noch mit. Deckung ist natürlich nicht gut. Sehr schön. Den haben wir uns wieder zurückgeholt. Oh. Ich muss mit dir reden. Komm her. Schüsse? Nur wegen dir konnten wir den Außenposten halten. Danke. So. Oder gibt es noch einen? Nein. Eh nicht. So, war nicht eingeplant, aber wenn man schon mal vorbeikommt, dann machen wir das natürlich. Hat er denn schon erledigt? Gratis. So, die Mission ist immer noch aktuell. Was ich jetzt aber auch machen werde, am Weg diese Pflanzen hier sammeln. Wenn mir welche wo auffallen. So, die 600 Meter müsst ihr jetzt mit mir mitfahren. Quasi. Und noch ein bisschen mehr, weil ich immer wieder aussteige und Pflanzen sammle. Lauft's nur. Die haben mich nicht gesehen.
Leute, ihr habt den Sender von Eskyrat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Runner. Also, ich möchte über Amita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des Goldenen. So. Ihr hört den Sender Freies Kyrat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur Kyrat Tee als Zentrum für Paul de Pleurs Opiumgeschäfte. So bald sind wir da. Irgendeine ausländische Antidrogenbehörde darauf hereinfällt. Ich meine, de Pleurs benutzt dieselben Trucks, dieselben Farmen, dieselben Lagerhäuser und überall sind noch dieselben alten Kyrat Tee-Logos drauf. Vielen Dank. Das kennen wir doch schon. Das ist aber irgendwie daneben. Oder doch drinnen. Wenn schon da ist. Ah ja, da rein wahrscheinlich. So. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert, auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg, das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Na gut, Schnecke. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Gut. Oha, Alter, 1000 Meter. Da. Ah.
eigentlich wollte ich schauen, ob da wo ein Spawnpunkt ist. Nehmen wir den. Besser als nix. Yep. Ich glaube, aufmunitioniert haben wir zu Genüge. Sehr schön, Auto steht auch da. Ich fall in den Rhein! Hat nicht so gut gehabt. Ihr hört den Sender Fires Kyrat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten T-Exporteur Kyrat als Zentrum für Paul de Dreurs Opiumgeschäfte. Kommt davon, weil er mich verfolgt. Ah, jetzt habe ich den Bogen nicht umgetauscht, ich Trautl. Sorry Leute. Das wollte ich noch machen. Hey, 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 hey. Ich glaube, hier bedarf es nicht Pfeil und Bogen, sondern hier bedarf es anderen Argumenten. Super. Jetzt ist kein Fahrzeug da. Aber wir wissen ja noch, wo der Satz ist. Nee, diesmal nicht. Ich lade nach. Gib mir Deckung. Pflanze nehmen und auf Wiedersehen. Fahren wir durch. So. Wir wollen ja gerne Arbeitsplätze vernichten. Das arme Volk immer machen, darum werden wir da ein bisschen die Koksplantage aufmischen, aber sie heil lassen.
So, da können wir uns noch anpischen. Ich habe die Teefabrik erreicht. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. So, noch ist einmal nur der eine da. Oh, da sehe ich einen Alarm. Huhu. Ja, dann nimm ihn. Stück Fleisch, das ist gut. Lebendig sollst du verbrennen!
falsch gelaufen. Jetzt stirbst du! Nein, den kann man jetzt nicht mehr abschalten. Ach klar. Meter erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. Ich schicke dir Hilfe. Halte durch, bis die Männer da sind. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Oh. So, das wird es noch nicht gewesen sein, aber ich verrate euch was. Das war's für uns für heute. Diese Mission setze ich das nächste Mal fort. Und wisst ihr wieso? Weil ich's kann. Die Army kommt aus dem Süden. Oha. Ich bin der Fangamer, macht's das gut, bis dann und ciao.